So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Wie ihr seht, schauen wir uns heute nochmal die Bildbeschreibung von dem B1-Test oder der DTZ-Prüfung an. Ja, ich werde euch heute eine Strategie geben und auch Wortschatz und Redemittel, mit denen ihr bei diesem Prüfungsteil keine Probleme mehr haben solltet. Natürlich machen wir auch ein paar Beispiele, es gibt auch ein paar Übungen, die ihr wieder mitmachen könnt. Okay? Also, bevor wir anfangen, noch eine kleine Info. Nächsten Montag, also guck mal kurz aufs Datum, am 10., nee, sorry, am 17. Oktober beginnt ein B2-Kurs, für den ihr euch noch anmelden könnt. Ja? Also, wer von euch noch einen B2-Kurs sucht, ich gehe mal kurz in die Ecke hier. Ja, also nicht nur B2-Kurse, es gibt hier alles, auch B1-Kurse. C1-Kurse, Prüfungsvorbereitung, das könnt ihr alles auf meiner Website nachlesen. Es gibt auch Videokurse, die ihr kaufen könnt. Ja, also wenn ihr hier klickt auf ups. Naja, ich arbeite gerade an der Website, das kann sein, dass das jetzt gerade nicht da ist, aber es gibt Live-Kurse, Videokurse. Einen Link dazu findet ihr unten in dem ersten Kommentar. Ja, das werde ich nach dem Video alles fertig machen. Und natürlich nach wie vor könnt ihr immer noch Mitglied werden in meinem Kanal. Wenn ihr hier auf Join klickt, dann gibt es mittlerweile einen kompletten B1, B2, C1 Kurs. Wir sind jetzt gerade bei C2. Wir haben die komplette Grammatik behandelt. Es gibt Prüfungstraining. Ja, also, wenn ihr da mitmachen wollt, einfach neben meinen Videos auf Join klicken. Es kann sein, dass ihr diesen Join-Button nur vom PC oder Laptop aus seht. Okay? Gut. Dann beginnen wir mal mit dem heutigen Unterricht, okay? Also, alles, was wir heute machen, wenn wir fertig sind, werde ich das auch nochmal in Word und PDF umwandeln. Ja, dann könnt ihr euch das auch runterladen. Ja, die ganzen Redemittel, die Übungen, das könnt ihr euch alles nach dem Stream runterladen. Gut, also, wir beginnen mal mit den Redemitteln. Ja? Hier seht ihr das. Ihr braucht nicht viele Redemittel, um ein Bild gut zu beschreiben. Das reicht, wenn ihr, seht ihr ja hier, diese Kleinigkeiten, die reichen locker aus, damit ihr ein Bild gut beschreiben könnt. Auf dem Bild sieht man, gibt es, sehe ich. Dort ist auch, im Vordergrund, im Hintergrund sieht man, rechts, links gibt es oder auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Ja, es ist bei einer Bildbeschreibung ganz gut, wenn ihr das noch ein bisschen unterteilt und sagt, auf der rechten Seite steht ein Mann, auf der linken Seite sehe ich einen Tisch und so weiter. Und ihr wisst, ihr müsst ja hier auch bei der Bildbeschreibung ein bisschen fantasieren. Ja, was passiert da? Was machen die da? Wie alt sind die? Wie ist das Wetter? Ist das Sommer oder Winter? Und dort könnt ihr diese Redemittel hier benutzen. Möglicherweise, vermutlich, wahrscheinlich, ich nehme an das, ich denke das. Ja, und ihr seht, mit diesen Redemitteln, und das ist wirklich nicht viel, könnt ihr ein Bild perfekt beschreiben. Okay? Und wie gesagt, alles das könnt ihr nach dem Video, wenn ihr das später seht, könnt ihr das sofort runterladen. Für die, die jetzt live dabei sind, nach dem Video werde ich das alles in Word- und PDF-Format unten in dem ersten Kommentar anhängen und dann könnt ihr das ganz einfach runterladen. Okay? Gut. Dann, das hier sind so klassische Themen, die bei der Bildbeschreibung rankommen, ne? Familie, Schule, Bildung, Gesundheit, Arbeit, alte Leute, ja, zum Beispiel Altersheim, Verkehr oder Einkaufen. Wir konzentrieren uns heute auf Familie, das heißt, ich werde noch weitere Streams in der Zukunft machen, wo wir uns auch den Wortschatz und Bilder und Beispiele zu den anderen Themen anschauen. Okay? Nahid sagt gerade, mein Stream hat ein Echo. Hören das andere auch oder ist das nur bei Nahid so? Eigentlich ist hier alles ganz normal. Guck mal ganz kurz. Nö, das müsste eigentlich alles ganz normal sein. Ja, vielleicht können die anderen kurz im Chat mir ein kleines Feedback geben, ob sie auch ein Echo hören oder ob alles okay ist. Also, wichtiger Wortschatz für Familie. Ja, wir haben hier die Feier,
die Braut oder der Bräutigam, ja, oft sind das Hochzeitsfotos, ja, oder das Hochzeitspaar auch insgesamt, die Hochzeit, das Geschenk, der Anzug, ja. Beim Anzug könnt ihr auch noch unterscheiden. Es gibt einen Anzug, das ist komplett. Oder wenn ihr nur das Oberteil habt, ist das das Sakko. Das Kleid, dann haben Frauen oft noch einen weißen Schleier. Ja, das ist auch guter Wortschatz, wenn ihr das wisst. Okay, die meisten sagen, ist alles okay. Dann das Standesamt. Oft gibt es ein Foto, zum Beispiel vor dem Standesamt. Oder ihr könnt fantasieren. Möglicherweise kommen sie gerade vom Standesamt. Dann gibt es noch Kochen, Grillen, der Ohrring, die Ohrringe, die Krawatte, die Fliege, das ist das, was die Männer tragen, und die Hochzeitsgäste. Das alles ist wichtiger Wortschatz. Okay, und jetzt, wie gesagt, das könnt ihr euch später nochmal in Ruhe anschauen, ihr könnt euch das runterladen. Schauen wir uns mal das erste Foto an. So, wir beginnen. Ach so, sorry, ich muss das ein bisschen kleiner machen hier. Noch ein bisschen kleiner. Ja, so geht das. He? Also, was sehen wir auf dem Bild? Ihr beginnt erstmal mit einer kleinen Einleitung. Das heißt, ein kleiner Satz, was wir auf dem Bild sehen. Wir könnten hier zum Beispiel sagen, auf dem Bild sehe ich eine Braut und einen Bräutigam. Oder auf dem Bild sehe ich ein Hochzeitspaar. Ja, das ist so der erste Einleitungssatz. Was seht ihr auf dem Bild ganz allgemein? Ja? Dann ist es bei Bildbeschreibung oder bei einer Bildbeschreibung auch immer wichtig, die Kleidung zu beschreiben. Ja? Das wisst ihr. Und da ist auch Adjektivdeklination ganz wichtig. Deswegen wiederholen wir das jetzt noch mal kurz. Ihr könnt sagen, der Mann trägt oder der Mann hat Punkt, Punkt, Punkt an. Das heißt, das trennbare Verb hier ist anhaben. Ja, das heißt, ich kann etwas tragen oder ich kann etwas anhaben. Das ist das Gleiche. Ich kann sagen, der Mann trägt einen Pullover oder der Mann hat einen Pullover an. So, was brauchen wir für die Adjektivdeklination? Und das wäre wichtig, wenn ihr das lernt. Das ist nicht so schwer und glaubt mir, dem Prüfer wird das sofort auffallen und er wird das sehr mögen, wenn ihr die Adjektivdeklination hier korrekt macht. Wenn das der ist, brauchen wir natürlich einen. Ja, und dann ist die Adjektivendung en. Einen schönen Pullover. Wenn das die ist, eine und e. Eine rote Bluse. Wenn das das ist, ist das ein und die Adjektivendung ist es, also ein weißes Hemd. Und wenn das Plural ist, ist das e, zum Beispiel braune Schuhe. Oder er, sie hat blonde Haare oder braune Haare oder graue Haare. Ihr seht auch hier, das ist nicht viel, was ihr hier lernen müsst. Wenn ihr das aber könnt und in der Prüfung korrekt sprecht, ist das ein Riesenvorteil. Okay? Letina, das ist B1-Niveau. Gut. Also, dann schauen wir mal. Ach so, genau. Noch drei wichtige Adjektive. Wenn wir uns dieses Hemd hier von dem Mann anschauen, ist das kariert, gestreift, ups, gestreift oder gepunktet? Was ist das? A, B oder C? Ist das Hemd kariert, gestreift oder gepunktet? Hey Fernanda, schön, dass du auch da bist. Ja, genau. Das heißt, hier könnten wir jetzt sagen, mit der korrekten Adjektivdeklination, es ist das Hemd, also der Mann trägt ein kariertes Hemd. Dann haben wir nochmal drei Adjektive. Wenn wir uns die Socken hier anschauen, sind die kariert, gestreift oder gepunktet? Kariert, gestreift oder gepunktet?
Genau. Das heißt, sie trägt gestreifte Socken, Plural. Ja? Ja, wenn wir hier nochmal schauen, wenn das Plural ist, e. Ja, er trägt braune Schuhe, er hat blonde Haare, er trägt gestreifte Socken. Und als drittes, die Frau, was trägt sie hier? Jetzt gibt es auch nur noch eine Option. Kariert, gestreift oder gepunktet? Genau, ja, es, A und B sind ja auch schon weg. Jetzt ist natürlich gepunktet richtig. Das heißt hier, es ist das Kleid, die Frau trägt ein gepunktetes Kleid. Okay, und um die Adjektivdeklination noch mal ein bisschen zu trainieren, habe ich hier noch ein paar schöne Beispiele für euch. Nee, Marilyn, weil wir haben hier keinen Artikel. Schauen wir noch mal. Ja, wenn wir keinen Artikel haben, ja, sie trägt braune Socken, braune Schuhe, er hat blonde Haare. Kein Artikel und Plural haben wir nur die Endung E, nicht EN. Ja? Also, erste Aufgabe. Die Frau trägt ein blaues, eine blaue oder einen blauen Kleid. Ja, richtig ist natürlich A, ein blaues Kleid. Dann das Mädchen. Ups, jetzt habe ich hier tragen vergessen. Trägt einen braunen, ein braunes oder eine braune T-Shirt. Gestreift, Speed. Habe ich das hier auch wieder falsch geschrieben? Das habe ich bei allen drei, ne? Das fehlt hier immer das S. Gestreift, gestreift und hier habe ich das schon korrigiert. Ja, mit S natürlich. Jetzt müsst ihr wissen, was ist der Artikel von T-Shirt? Ist das der, die, das? Deshalb sind die Artikel so wichtig. Hä? Ein braunes T-Shirt. Genau, weil das ist das T-Shirt. Dann, das Kind trägt eine rote, rote oder roten Schuhe. Genau, richtig ist natürlich B, Plural ohne Artikel, bekommt das Adjektiv die Endung E. Also einfach rote Schuhe. Der Mann trägt ein schwarzes, einen schwarzen oder eine schwarze Anzug. Ja. Genau, richtig ist B, einen schwarzen Anzug. Es ist der Anzug. Dann die Frau trägt Punkt, Punkt, Punkt Ohrringe. Schöne Ohrringe, schöner Ohrringe oder schönen Ohrringe. Ja, das ist wieder Plural ohne Artikel, genau, also ist schöne Ohrringe. Richtig. Dann der Mann trägt, das ist eine Fliege, das seht ihr gleich noch auf dem Foto. Das ist eine Fliege. Der Mann trägt eine rote Fliege. Ups, das habe ich hier irgendwie. Ah, hier habe ich irgendwie vergessen, dass. Okay, ich mache mal kurz Beispiele. Der Mann trägt eine rote Fliege, einen rote Fliege oder eine rote Fliege. Ja, das habe ich jetzt quasi schon verraten. Ne? Genau, richtig ist eine rote Fliege. Es ist die Fliege. Ja, ihr wisst ja, dass wenn ein Substantiv, dass am Ende ein E steht, dann ist das zu 95% feminin. Ne? Dann, der Junge hat
ein blaues, einen blauen oder eine blaue Hose an. Ja, das heißt, ihr könnt auch ein bisschen mixen zwischen tragen und anhaben. Ja, das hat die gleiche Bedeutung. Ja, ich kann sagen, der Junge trägt oder der Junge hat an. Mohammed, herzlichen Glückwunsch. Ja, Mohammed schreibt gerade, dank Ihres wunderbaren Unterrichts habe ich die B1-Prüfung bestanden. Und Mohammed, wenn ich diesen Satz lese, dann weiß ich auch warum. Ja, das hast du perfekt geschrieben. Ja? Genau, eine blaue Hose ist richtig. Dann, die Oma hat eine dicke Jacke an, einen dicken Jacke an oder ein dickes Jacke an. Genau, eine dicke Jacke. Ja, ist wieder die Jacke. Also, schaut euch unbedingt, ja, später könnt ihr euch das runterladen, wie gesagt, schaut euch unbedingt diese kurze Beschreibung hier nochmal an. Wie man die Adjektive bei Kleidung richtig dekliniert. Ja? Gut, dann jetzt nochmal einen kleinen Unterschied, damit haben Schüler auch häufig Probleme, ist, was ist der Unterschied zwischen tragen, anhaben oder aufhaben? Tragen oder anhaben kann ich Kleidung oder auch Schmuck. Ja, ich kann eine Hose tragen oder anhaben. Ich kann eine Bluse oder ein Hemd tragen oder anhaben. Beim Schmuck sagt man aber nur tragen. Ja, sie trägt eine Kette, sie trägt einen Ring, ja, sie trägt Ohrringe. Das heißt, für Schmuck bitte nur tragen benutzen. Ja, so könnt ihr den Schmuck ohne Probleme beschreiben und die Kleidung. Aufhaben kann ich eine Brille, eine Mütze oder einen Hut. Ja, ich kann sagen, der Mann hat einen Hut auf. Oder die Frau hat eine Brille auf. Okay? Gut. Also, dann kommen wir mal zurück zu dem Bild. Ja, so ist jetzt erstmal die Beschreibung. Ne? Wenn wir uns anschauen, was die Frau und was der Mann trägt. Ja, wir haben ja schon gesagt, auf dem Bild sieht man eine Braut und einen Bräutigam. Die Braut trägt ein weißes Kleid oder ein weißes Brautkleid. Ne, das ist egal. Einen weißen Schleier. Das hier ist der Schleier. Ja. Seht mal hier. Und silberne Ohrringe. Ja, das ist hier. Ne? Dann, sie hat lange blonde Haare. Auch wieder Adjektivdeklination. Ne? Lange, ups, blonde Haare. Und einen Zopf. Ja, das ist, wenn die Frauen die Haare hochmachen oder zusammenmachen, heißt das auf Deutsch Zopf. Ja, das ist auch wichtiger Wortschatz für die Bildbeschreibung. Ne? Dann, was trägt der Bräutigam? Der Bräutigam trägt einen schwarzen Anzug, eine schwarze Fliege. Das hier ist die Fliege. Ja. Das hier, das ist die Fliege. Und ein weißes Hemd. Er hat kurze braune Haare und einen Dreitagebart. Ja, das ist auch das, was ich habe. Das nennt man auf Deutsch einen Dreitagebart. Piman, das Video lade ich später hoch, genau. Okay. Dann die nächsten Fragen, die ihr euch stellt. Also das erste ist, ihr beschreibt das Bild in einem Satz ganz kurz. Ja? Auf dem Bild sehe ich eine Braut und einen Bräutigam. Dann beschreibt ihr die Kleidung. Ja, das könnt ihr so einen Schritt nach dem anderen machen. Gerade für die von euch, die ein bisschen unsicher sind, ist das super praktisch, weil ihr dann eine Strategie habt. Ja, was macht ihr genau? Ja? So, dann beschreiben wir die Stimmung. Das Alter, was passiert gerade und das Wetter. Okay? Also, schauen wir uns mal die Stimmung an. Wie ist die Stimmung hier? Ja, das heißt, ich würde hier jetzt noch ergänzen. Beide lachen und sehen sehr glücklich aus. Gut, dann kommt das Alter.
Hier können wir jetzt fantasieren. Wir wissen ja nicht, wie alt sie sind. Das heißt, ich würde jetzt sagen, vermutlich sind sie beide circa 35 Jahre alt. Ja, das ist jetzt auch egal. 30, 35, das spielt keine große Rolle. Ja? Dann, was passiert da gerade? Ja, also was sehen wir hier genau? Was passiert? Was machen Sie hier? Ja, ich würde jetzt schreiben, ich denke, dass Sie gerade geheiratet haben und jetzt feiern. Und dann, wie ist das Wetter? Ja, schauen wir nochmal hier oben bei dem Wortschatz, wenn wir fantasieren. Kleiner Augenblick. Dann kann ich sagen, ups, möglicherweise, vermutlich, wahrscheinlich, ich nehme an das oder ich denke das. Ja, versucht nicht immer das Gleiche zu benutzen, sondern wechselt ein bisschen. Ja? Wir haben jetzt schon benutzt, wahrscheinlich, ich denke das und vermutlich. Ja? Also ich nehme jetzt mal, ich nehme an das. Also, ich nehme, zack, zack, ich nehme an, dass es Sommer ist, weil die Sonne scheint und, ja, das sehen wir hier so ein bisschen, ne? Die Leute keine dicke Kleidung tragen. So, und schon haben wir erstmal das Grundbild beschrieben. Ja? Also, nochmal zur Wiederholung, wir machen die Einleitung, auf dem Bild sieht man, dann beschreiben wir die Personen, also die Kleidung, dann kurz die Stimmung, das Alter, was passiert da gerade und das Wetter. Ja, das ist dieser Text. Wie gesagt, das könnt ihr später alles nochmal nachlesen. Ja, ich werde unten in dem ersten Kommentar einen Link posten, wo ihr das alles runterladen könnt. So, hier haben wir nochmal den ganzen Text. Auf dem Bild sehe ich eine Braut und einen Bräutigam. Die Braut trägt ein weißes Kleid, einen weißen Schleier und silberne Ohrringe. Sie hat lange, blonde Haare und einen Zopf. Der Bräutigam trägt einen schwarzen Anzug, eine schwarze Fliege und ein weißes Hemd. Er hat kurze, braune Haare und einen Dreitagebart. Sie lachen beide und sehen sehr glücklich aus. Vermutlich sind sie circa 35 Jahre alt. Ich denke, dass sie gerade geheiratet haben und jetzt feiern. Wahrscheinlich ist es Sommer, weil die Sonne scheint und die Menschen auf dem Bild keine dicke Kleidung tragen. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig, sondern es ist auch gut, wenn ihr bei dieser Prüfung immer noch ein paar Details beschreibt. Wir schauen uns mal an, was wir hier noch an Details entdecken können. So, was ich zum Beispiel sehe, ist das hier. Ja, was macht der Mann? Der Mann hält die Hand der Frau. Was ich noch sehe, ist das hier. Der Mann hat eine Blume am Sakko, eine weiße Blume. Und was ich auch noch sehe, ist das hier. Ja, das reicht doch, ne? Zwei, drei kleine Details. So, dann beschreiben wir die mal kurz. Der Mann hält die Hand, ups, hält, sorry, hält die Hand der Frau. Jetzt an seinem Sakko trägt er eine weiße Blume. Die Frau hat auch, nehmen wir mal Plural, Blumen in den Haaren. Ja, hier müsst ihr natürlich ein bisschen die Präpositionen kennen, an seinem Sakko oder in den Haaren. Wenn ihr das in der Prüfung beschreibt und ihr einen Präpositionsfehler macht, ist das auch kein großes Drama. Ja? So, das ist auch okay. Aber es ist wichtig, dass ihr halt ein paar Details beschreibt, weil bis jetzt haben wir keine Details beschrieben, sondern nur so das Grobe erstmal. Ja? Und dann kommt noch im Hintergrund. So, was sehen wir hier im Hintergrund? Ja, das sind das
letzte. Und dann seid ihr auch fertig. Ja? Dann habt ihr ein, zwei Minuten gesprochen. Das reicht locker. Ja? Also, im Hintergrund gibt es, was gibt es dort? Gibt es noch weitere Hochzeitsgäste? Ja? Ich sehe circa 20 bis 30 Menschen. Menschen. Auf der linken Seite sehe ich auch einen weißen Stuhl. So, das war's. Ja? Dann seid ihr fertig und dann stellt euch der Prüfer natürlich noch eine Frage. Ja, wie war das bei Ihrer Hochzeit? Wie feiern die Menschen Hochzeit in Ihrem Land? Und so weiter. Dann müsst ihr natürlich frei sprechen und dann sieht der Prüfer auch, wie gut ihr sprechen könnt. Ja? Okay, machen wir noch ein Bild. Zweites Beispiel. Was sehen wir hier? Ja, wir beginnen wieder gleich. Wir beginnen mit der Einleitung, dann beschreiben wir die Kleidung und so weiter. Wir machen die gleiche Struktur. Also, ja, Einleitung, Beschreibung der Person, Stimmung, Alter, was passiert da gerade und das Wetter. So, wir beginnen mal mit der Einleitung. Auf dem Bild sehe ich eine junge Familie. Und jetzt könnt ihr auch gerne immer einen Relativsatz machen. Ne? Das ist gar nicht schlecht. Was macht die junge Familie? Die spazieren geht. Ja, dann habt ihr gleich noch einen Relativsatz, was von der Grammatik her natürlich super ist. Das ist nicht unbedingt nötig, aber schlecht ist es auch nicht. Ja? Die spazieren geht. So, jetzt beschreiben wir natürlich wieder die Kleidung. Die Frau trägt ein schwarzes Kleid. Der Mann trägt. Ach so, was trägt sie noch? Ein schwarzes Kleid und wie heißen diese Schuhe? Flo, das wäre auch super. Der Hintergrund ist unscharf, aber man kann viele Gäste sehen. Ne? Was trägt die Frau für Schuhe? Wie heißen die? Ja, das sind keine Sandalen. Also Sandalen kann man auch sagen, aber... Ja, genau, sie trägt Flipflops. Und Flipflops. So, jetzt der Mann. Der Mann trägt einen gestreiften Pullover, eine kurze Hose, schwarze Socken und weiße Schuhe. Ja, er hat braune, lange Haare und einen Zopf. Ja? In Deutschland haben Männer manchmal auch Zöpfe. Ne? So, was ist mit dem Kind? Das Kind trägt eine gelbe Jacke, eine graue Hose und weiße Schuhe. Ja, ihr seht schon, guck mal, wie viel das schon ist, wie viel wir jetzt schon gesagt haben. Ne? Ja, jetzt haben wir erstmal das Bild kurz beschrieben, dann die Kleidung. Was kommt als nächstes? Einleitung, Beschreibung der Person, die Stimmung. Hier können wir jetzt nicht viel über die Stimmung sagen, aber ihr könnt kurz sagen, wie das Bild auf euch wirkt. Ja? Ihr könnt zum Beispiel so etwas sagen wie, das Bild wirkt sehr ruhig.
Ja, sehr entspannend. Es ist kein Stress, keine Hektik. Okay? Dann, nach der Stimmung kommt das Alter. Hier machen wir wieder Vermutung, ne? Vermutlich, möglicherweise, wahrscheinlich. Also ich schreibe mal vermutlich sind die Eltern 25 Jahre alt und das Kind. Bei Kindern weiß ich das nicht genau. Was denkt ihr, wie alt ist das Kind? Leute, wie alt ist das Kind? Ein Jahr, okay. Ja, vermutlich sind die Eltern 25 Jahre alt und das Kind ist circa 1. So, jetzt haben wir schon die Einleitung, die Beschreibung der Person, die Stimmung, das Alter. Was passiert hier gerade? Ja, das haben wir eigentlich schon in dem Eingangssatz gesagt. Die gehen hier spazieren. Das heißt, wenn es einen Punkt hier nicht gibt, ja, dann ist das auch nicht so wichtig. Zum Beispiel kann das auch in einer Wohnung sein und ihr seht das Wetter nicht. Ja, dann beschreibt ihr natürlich das Wetter nicht. Ja, das ist klar. Aber hier sehen wir das Wetter. Wer kann einen schönen Satz in den Chat schreiben zum Wetter? Wie ist das Wetter? Ja, denkt daran, guck mal, was hier liegt. Ja, dann könnt ihr schon sehen, welche Jahreszeit das ist. Ja, es ist klar, es ist warm. Ja, das sieht man an der Kleidung. Aber welche Jahreszeit ist das? Ja, ich habe jetzt verschiedene Antworten. Ein Jahr bis 3 Jahre. Ja, das ist auch nicht so wichtig. Ja? Genau, es ist Herbst. Das seht ihr an den Blättern, die hier auf dem Boden liegen. Ja, das Wetter ist schön und warm. Und wahrscheinlich ist es Herbst, weil viele Blätter auf dem Boden liegen. Ali, vielen Dank für die Spende. Danke, danke. So, jetzt haben wir schon wieder alles beschrieben, was wir beschreiben mussten. Jetzt geht es wieder um ein paar Details. Ja, also ich kann das nochmal kurz vorlesen, ne? Auf dem Bild, kann man jetzt nicht ganz sehen, aber auf dem Bild sehe ich eine, ein bisschen kleiner machen, vielleicht geht das dann. So reicht das. He? Auf dem Bild sehe ich eine junge Familie, die spazieren geht. Die Frau trägt ein schwarzes Kleid und Flipflops. Der Mann trägt einen gestreiften Pullover, eine kurze Hose, schwarze Socken und weiße Schuhe. Er hat braune lange Haare und einen Zopf. Ja, Zopf ist zum Beispiel wieder so ein Wortschatz, den kennt nicht jeder. Wenn ihr das in der Prüfung wisst, super. Das Bild wirkt sehr ruhig, ja, oder es gibt keinen Stress, es ist sehr entspannt. Vermutlich sind die Eltern 25 Jahre alt und das Kind ist circa 1 oder 1 Jahr alt. Das Wetter ist schön und warm und wahrscheinlich ist es Herbst, weil viele Blätter auf dem Boden liegen. Okay? Gut. Dann sind wir wieder bei dem zweiten Punkt, Details. Welche Details kann man hier sehen? Ich sehe zum Beispiel erstmal das hier. Ja, dann sehe ich noch das hier. Dann sehe ich vielleicht noch das hier. Hier. Ja, auf der linken Seite. So, das reicht auch schon, ne? Vielleicht. Ah, das kann man schwer erkennen. Trägt der Mann eine Brille? Ja, weiß man nicht genau. Das hier auf Deutsch heißt übrigens Laub. Ja?
Also das, was da auf dem Boden liegt, ist das Laub. Ja, kann man jetzt nicht sehen. Geh mal kurz weg. Ja, das Laub. Ja? Das heißt, das reicht aber schon. Ne? Wir haben hier ein Detail, noch ein Detail, noch ein Detail. Super. Also, wir hatten das gerade mit der Hand. Wer kann mal kurz im Chat schreiben, was machen die Eltern mit dem Kind, mit dem Baby? Eltern, genau, auf dem Weg sind viele Bäume, das ist super. Ja, Chris, man kann sagen, der Buggy, der Kinderwagen ist beides okay. Eiche, genau. Ja, Eiche schreibt, der Mann schiebt den Kinderwagen. Ja? Auf Deutsch sagen wir einen Kinderwagen schieben. Lena, einen Kinderwagen kann man nicht tragen. Also ich kann ihn schon tragen, aber dann habe ich ihn oben, ja? So wie ich jetzt, ich habe jetzt nichts hier, aber ja, also tragen heißt, er hat das oben, nicht das, was er machte. Er schiebt den Kinderwagen. Die Eltern führen das Baby, Nadja, könnte man sagen. Beide Eltern halten die Hand von dem Kind. Ja, Chris, das ist ein paar kleine Grammatikfehler, aber die Idee ist super. Michaela, das könnte man sagen. Ja. Ich kopiere mal kurz den Satz von Michaela raus hier. Die Eltern halten das Kind an den Händen. An den Händen. Ne? Oder man kann einfach sagen, die Eltern halten die Hände, jetzt könnt ihr Genitiv benutzen, des Kindes. Oder wenn das zu kompliziert ist, macht ihr einfach von dem Kind. Ja, die Eltern halten die Hände von dem Kind. So, dann haben wir noch, der Mann schiebt einen Kinderwagen. Ja, könnt ihr vielleicht auch noch Adjektivdeklination reinmachen, einen schwarzen Kinderwagen. Und auf der linken Seite sehe ich viele Bäume. Okay. Hier könnte man jetzt sogar auch noch ein bisschen mehr fantasieren. Vielleicht machen wir das noch ganz kurz im Chat. Fantasiert mal, wir wissen ja, die gehen spazieren. Aber fantasiert mal kurz, wohin gehen sie? Was machen sie dort? Woher kommen sie gerade? Ja, also darüber könnt ihr auch fantasieren, ne? Und dann könnt ihr wieder Wörter benutzen wie vermutlich oder wahrscheinlich oder ich denke das. Ja, oder ich denke das, oder ich nehme, ups, nehme an, dass. Schreibt mal kurz im Chat, was hier passiert. Ein bisschen Fantasie. Hier könnt ihr auch nichts falsch machen, ne? Also, woher kommen sie, wohin gehen sie? Ja, sie gehen spazieren, aber. Vermutlich, wahrscheinlich, vielleicht könnte man auch noch benutzen. Ne? Genau, jetzt ein bisschen Fantasie. Ja, Silvia, Hände anfassen kann man auch sagen. Dann würde man sagen, sie fassen sich an den Händen an. Ja, aber anfassen ist mehr so to touch. Also Hände halten ist schöner. Ja? Genau, was haben wir jetzt hier? Vielleicht gehen Sie auf den Spielplatz. Oder
Vielleicht besuchen Sie Ihre Oma. Ich nehme an, dass Sie Urlaub machen. Genau. Ja, ich nehme das jetzt alles aus dem Chat gerade. Ich denke, dass Sie im Park spazieren, Tarana, ist auch super. Bahare, ich nehme an, dass die Familie einen kurzen Ausflug macht. Sie macht, die Familie. Ja, also die Familie ist Singular auf Deutsch. Ja, auch wenn das mehrere Personen sind, aber es die Familie macht. Ja. Wahrscheinlich ist es Wochenende. Matschi auch sehr gut. Pensive Altweibersommer, ja, das könnte auch sein. Sie genießen das warme Wetter, genau. Das heißt, hier gibt es viele Möglichkeiten. Ne? Und dann bleibt eigentlich nur noch eine Kleinigkeit und das ist der Hintergrund. Was sehen wir im Hintergrund? Ja, im Hintergrund sieht man was? Vitali, wegen und trotz werden mit Genitiv benutzt, in seltenen Fällen auch mit Dativ. Also du wirst in der gesprochenen Sprache immer häufiger hören, dass man sagt, wegen dem Wetter. Ja, das klingt auch gar nicht mehr falsch. Ja? Das heißt, vielleicht in 5 oder 10 Jahren wird das auch akzeptiert. Ja, aber bis jetzt benutzt diese Präpositionen bitte mit Genitiv. Ja? Im Hintergrund sieht man, dass der Park nicht voll ist, das ist okay. Im Hintergrund sieht man genau. Also erstmal sieht man viele Bäume. Und was noch? Eiche, super Satz. Das Kind wollte nicht mehr im Kinderwagen bleiben, deshalb haben sie es rausgenommen. Sie spazieren alle zusammen. Top. Genau, im Hintergrund sieht man viele Bäume und ein paar Leute. Ja, und das war's schon. Also, wenn ihr noch Probleme mit dieser Bildbeschreibung habt, dann haltet euch bitte einfach an diese Strategie hier. Ja? Ups. Einleitung, Beschreibung der Person, Stimmung, Alter, was passiert hier gerade, Wetter und dann kommt natürlich noch 2 bis 3 Details und Hintergrund. So, wenn ihr diese Strategie verfolgt und das ein paar Mal zu Hause trainiert, ihr könnt euch ja Bilder aus dem Internet nehmen, ne? Und dann schreibt ihr das einfach ein paar Mal auf. Dann garantiere ich euch, werdet ihr bei der Prüfung ganz wenig, vielleicht auch keine Probleme haben. Ja? Gut, Leute, das war's dann schon für heute. Ja? Ich dachte, heute mache ich mal etwas anderes und mache mal wieder etwas für die DTZ-Prüfung. Ich weiß, das ist für viele in Deutschland total wichtig. Also die meisten Leute müssen die DTZ-Prüfung machen. Ich denke, in 2 Wochen beim nächsten Stream machen wir wieder etwas B2, C1 Grammatik. Mal schauen, was für eine Idee ich habe. Ja? Genau. Und nochmal zum Abschluss an alle. Ich werde auch die Links von meiner Website nochmal posten. Ja, ich habe jetzt eine Website. Nächste Woche, Montag, beginnt noch ein B2-Kurs. Da gibt es noch ein paar Plätze. Wir haben schon einen B1-Kurs komplett voll, noch einen B2-Kurs komplett voll. Jetzt versuche ich gerade noch einen dritten B2-Kurs aufzufüllen. Also da könnt ihr euch gerne noch anmelden. Schaut auf meiner Website vorbei. Ja, es gibt auch andere Kurse, auch C1 oder A2. Wenn es genug Interesse gibt, werde ich alle Kurse starten. Dort gibt es ein Formular, was ihr ausfüllen könnt und ich schicke euch dann alle Infos per Mail. Ja? Und genau, ansonsten sind wir schon durch für heute. Mariam hat bald die B1-Prüfung, ja, dann ist das super für dich. Gut, Leute. Also, dann an alle Mitglieder. Wir sehen uns am Donnerstag natürlich mit einem weiteren Stream. Wir sind gerade bei C2. Auch dafür könnt ihr euch alle noch anmelden. Ihr seht das hier.
Ja, dieser kleine Join-Button hier neben meinen Videos, den ihr wahrscheinlich nur vom PC oder Laptop aus seht. Bei Android-Handys seht ihr das nicht, aber bei iPhone könnt ihr das auch sehen. Und dann könnt ihr euch auch noch anmelden. Da gibt es komplette Videokurse, Hausaufgaben, Prüfungstraining, die komplette B1-Grammatik, B2, C1. Ja, das könnt ihr euch alles anschauen, wenn ihr Mitglieder seid. Hausaufgaben zu jeder Lektion zum Runterladen. Genau, das ist das zweite Projekt. Also, wenn ihr einen Live-Kurs sucht, geht ihr auf meine Website, und wenn ihr Videokurse sucht, dann könnt ihr euch hier bei YouTube anmelden. Ne? Die Videokurse sind natürlich günstiger, aber die Live-Kurse, da habt ihr halt einen Live-Lehrer und es sind auch maximal 10 Personen. Ne? Okay, Leute, also dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend, ja, einen schönen Sonntagabend. Und genau, wir sehen uns in 2 Wochen mit einem neuen Stream wieder. Nächste Woche Sonntag gibt es wieder ein Video. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und habt nicht mehr so viel Angst vor der Bildbeschreibung. Ich werde auch garantiert noch Ideen haben, wie ich die anderen Teile der mündlichen Prüfung auch von B2 oder C1 nochmal im Stream wiederholen kann. Gut, gut, gut. Alles klar, Leute. Also, vielen Dank nochmal. Danke, dass ihr da wart. Und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Und dann alle Mitglieder, wir sehen uns am Donnerstag. Ja? Adios, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.